Hey Leute, der L zurück mit einem neuen Teil von einem Live. Und wir haben im letzten Part ja diesen Wurfhaken bekommen und die Medikamente für May. Jetzt können wir ein bisschen Tarzan spielen. Was natürlich die Fortbewegung in dieser Welt ein bisschen erleichtert. Ein bisschen ist gut. Jetzt sehen wir uns trotzdem mal um. Gibt es denn doch irgendwo einen Punkt, wo ich den ansetzen kann? Nein, erstmal nur die beiden. Wollen wir da runter gucken? Das ist ein bisschen hoch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Energie braucht, wenn ich da dran hänge. Komischerweise nicht. Das braucht keine. Das muss ich mir tatsächlich mal merken. Das geht nicht. Mist. Ich schaff's immer so einzusteigen in die Parts. Na gut. Weiter geht's. Müssen wir uns wohl wahrscheinlich doch direkt an den hinteren hangeln. Now, let's get back to May. Noch mal ein Extra, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Das nehmen wir uns natürlich mit. Bisschen die Richtung wechseln. Ah, gut. Bitte hoch. Was haben wir denn da Feines? Okay. War es nicht ganz so fehlig. Scheinen hier auf dem Weg auch besser runterzukommen. Und hier gibt es noch jede Menge Zeug. Gut. Hier greift er mir leider die Kante nicht. Dann soll es da wohl gar nicht runtergehen. Dann kraxeln wir halt hier wieder rauf. Nein! Oh, verdammt! Ich stelle mich gerade an. Das holen wir uns natürlich wieder. Dauert ja nicht lang. Now, let's get back to May. Und zack. Jawohl. Sah ein bisschen buggy aus, aber was soll's. Wiederholung aber wieder. Wie sieht es eigentlich ressourcentechnisch aus? Eigentlich gar nicht übel. Zwei Kletterhaken haben wir auch noch. So. Dann schwingen wir jetzt mal ein bisschen sauberer darüber. Warum greift er nicht? Verdammte Axt. Das ist doch jetzt. Das ist gerade ein bisschen. Sind wir hier schon wieder bei Tomb Raider? Verdammt. Now. Let's get back to May. Mm.
Da denke ich immer, er springt daneben. Naja, keine Angst, die Wiederholung holen wir uns schon auch noch. Ein Inhalator habe ich nochmal gefunden. Aha, okay. Wo ist denn der eigentlich für mich gut? Oder gilt es nur als Questgegenstand? Das erhöht die Ausdauerkapazität wieder. Gut. Macht ja eigentlich auch Sinn bei dem Staub. So, jetzt müsste es hinhauen. Ey, das gibt's doch jetzt wirklich nicht, oder? Ich fühle mich gerade vom Spiel ein bisschen veräppelt. 6 Minuten. Und wir eiern immer noch an derselben Stelle rum. Beim ersten Mal hat's funktioniert. Da bin ich woanders abgestürzt. Now, let's get back to May. Jetzt geht's aber echt los, ne? Was war denn jetzt bitte das? Letztes Leben. Super. Ich muss jetzt die Wiederholung einsammeln. Ey, das ist gerade peinlich. Now, let's get back to May. So. Oh. Ach. Jetzt macht er mir gerade wirklich irgendwie nicht so das, was er soll. Schön Schwung holen. Und zack. Schön Schwung holen und Sprung. Ja, endlich. Er visiert mir den an, das ist gut. Bisschen näher ran vielleicht noch, geht das? Hm. Macht er nicht. Hm. Ah, ich seh's. Ich seh's, Leute. Muss da einfach an die Sprossen da in der Wand kommen. Jawohl. Alles klar. Aber doch ein Stückchen weiter gekommen. Wow, another quake. Hold on. Sind wir nur ein kleines Stückchen weiter, aber wir sind weiter. No way I can drop that far. Ach komm schon, da hätte es auch drauf klettern können. So. Haben wir hier, ob wir wollen oder nicht, eine kleine Rutschpartie. Schön weit rüber, schön weit rüber. Könntest du bitte weiter? Danke. Okay, passt. Gut. Lassen wir den guten Mann mal durchschnaufen. Gleich so weit rüber, wie es geht. Schwein gehabt.
Jetzt nochmal zur Orientierung ein bisschen rüber, jawohl. Und jetzt muss ich da noch weiter. Ah, es sieht aus, das haben wir gleich. Ja, wir müssen da bloß auf diese Plattform rüberkommen, dann haben wir es schon. Und geschafft. Da gibt's wieder was für den Haken. I should be able to get back to the street through here. Na, das hoffen wir doch mal. Da können wir rüberschwingen und dann da uns festhalten. Und dann weiter runter. Okay. Okay, super. Läuft ja gar nicht so beschissen. Mal ein bisschen schneller, mein Freund. Nein, runter bitte. Okay. Relativ fester Boden, das ist schön, das ist schön. Das ist noch was Interessantes. Kommt er da rüber? Ja. Da hat irgendwer gerufen. Ich sehe den bloß gerade gar nicht. World Health Organization. Trinknahrung. Wo hat denn der gebrüllt? Ich sehe den nicht. Also dreckert hier. Kann ich da runterspringen? Das geht. Gut. My buddies abandoned me here. Those yellow belly pig raccoons. If you have something to stop. Mach mal. Shit. I'm still alive. Supply crates are all pretty much gone by now. But if you look hard enough, you can still find the stuff you need. Every time an earthquake shakes up the city, it uncovers new stuff we couldn't get at before. Da hat er wohl recht. Irgendwas, wo ich mich rüber angeln kann oder so, scheint mir nicht der Fall zu sein. Na gut. Gehen wir mal den regulären Weg weiter. Ist der Kletter nämlich gar nicht hoch. Ah, hier geht's. Hier. Erstmal hier Zwischenstation. Dann schauen wir uns hier in Ruhe nochmal um. Ran. Ich weiß es gerade gar nicht, Leute. Sieht mir nicht gesund aus, wenn ich daran springe. An die Streben auf der Seite würde es vielleicht gehen. Gucken wir mal. Naja, zeigt es mir nicht mal an. Okay, nochmal hoch. Noch mal ein Stück höher. Aber nee, das ist nicht. Er reagiert mir da nicht. Komisch, komisch, komisch. Gut, Leute, ich überlege mir was. Wir sehen das im nächsten Part dann, was wir hier machen müssen. Ich sag ciao für heute. Ich bin raus. Euer L. Macht's gut.